Hey ihr Lieben, hier ist wieder Julia, eure Ex-Grundschullehrerin von Händchen in Hand. Und ja, heute mit einem Thema, was heute in mein Feld kam und worüber ich ein bisschen mit euch plaudern will. Und ich freue mich auch sehr auf regen Austausch in den Kommentaren. Also lasst mir gern auch eure Meinung hier. Ich weiß, dass manche Kommentare leider verschwinden. Ich sehe sie dann in meinen Benachrichtigungen noch, aber sie sind dann weg. Ich kann nicht antworten, also seht mir das nach, wenn es so ist. Ich kann nichts dafür, ich habe noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Aber ich kann sie lesen, immerhin. Also es sind auch nicht alle, aber manchmal sind sie einfach weg. Also ich lösche in der Regel keine Kommentare, außer sie sind in irgendeiner Weise völlig undurchdacht oder ja, unter der Gürtellinie. Oder sie ziehen die Schwingung runter. Ja, genau. Also wir haben jetzt im Moment eine Dokumentation über ja, den bekannten Psychiater Dr. Winterhoff. Und ja, ich bin erstaunt, muss ich sagen, dass diese aus einem Leitmedium hervorgeht, die das Ganze ja auch jahrelang gepusht hat. Und das bildet ja auch den Anfang dieser Dokumentation. Ich verlinke die euch mal in den Kommentaren. Es soll jetzt auch nicht darum gehen, diese Dokumentation zu zerpflücken oder die Ansichten dieses Menschen zu zerpflücken, weil ich mich großartig gar nicht mit ihm beschäftigt habe. Ich habe mal den Tipp bekommen, mal reinzuschauen und mir das mal anzuhören, was ich davon halte. Ich habe nicht viel davon gehalten. Ich habe nach, weiß ich nicht, 3 Minuten wieder abgeschaltet. Denn ja, dieses grobe Labeling, dieses große Pauschalisieren hat mir natürlich nicht gefallen. Und auch, ja, wer mich kennt, weiß, dass alles, was die liebevolle Bindung zwischen Eltern und Kind in Frage stellt und gar pathologisieren möchte und dafür schöne neue Wörter findet, das hat in meiner Vorstellung und Auffassung von Begleitung von Kindern nichts verloren. Es sind sehr traurige Dinge, die da zutage getreten sind in der Dokumentation, was mich umso froher macht, dass ich mich dieser Sache nie gewidmet habe und das, ja, dass ich das einfach, ja, das ist einfach an mir vorbeigeflossen. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, auch gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, außer dass ich es super mutig finde, alle, die da mitgemacht haben, mitgewirkt haben an der Dokumentation. Und ich freue mich immer wieder über alle Menschen, die solchem Unrecht entgegentreten und sich dafür einsetzen, dass ja, Gerechtigkeit passiert, natürlich manchmal leider sehr spät erst. Und die Frage ist eigentlich, warum sind solche Menschen so erfolgreich darin, die Eltern gegen ihre eigenen Kinder aufzuhetzen in diesem Maße? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir stelle. Und ich habe ja auch schon ein Video über die Elternschule gemacht. Das kann ich euch auch mal verlinken. Gerne. Und ja, meine Meinung dazu, warum all das so erfolgreich ist, ist, dass wir natürlich, wir leben in einem Umbruch. Und wir alle sind manchmal auch einfach müde und wir sind manchmal einfach, und zumal alle Leute, die noch völlig im Hamsterrad radeln, sehr gefangen, vielen verschiedenen Zwängen unterworfen. Da wird viel Druck ausgeübt. Und ja, dann passiert es natürlich, dass man auch mal an das ein oder andere schwarze Schaf unter den sogenannten Experten, wobei ich ja immer sage, die Eltern sind die Experten für ihr Kind. Man kann sich natürlich immer Hilfe holen und Unterstützung, aber es kann passieren, wenn man das tut, dass man an ein schwarzes Schaf gerät. Und wenn ihr das tut und wenn ihr,
wenn euer Bauchgefühl sagt, no way, dann ja, macht es unauffällig, geht da nicht mehr hin, sucht euch was anderes, jemand anderen, der euch unterstützen kann, folgt da eurem Gefühl. Und ich weiß, dass sich hier sowieso keiner die Videos anschaut, der das in Ansätzen nur gut finden würde, diese Therapieansätze, in denen irgendwelche Diagnosen erdacht werden, die jeglicher, auch fachlicher Begründung entbehren und ja, wo sich da irgendwas zusammengesponnen wird und anscheinend ja auch immer und immer wieder. Und ja, einfach immer wieder mit eurer inneren Weisheit überprüfen, stimmt das? Denn ihr kennt euer Kind natürlich am besten, ja, und ihr seid natürlich immer mit dabei, wenn es Probleme gibt, wenn es Auffälligkeiten gibt. Und wie ich dazu stehe, dass manche Kinder natürlich jetzt in diesem System auffällig werden, das wisst ihr ja auch, warum. Wir brauchen da nicht immer auf die Kinder zu schauen so genau, sondern sollten lieber auf uns als Eltern schauen und auf uns als Gesellschaft, und zwar nicht so, wie das diese Leute machen. Also ich meine da jetzt immer im Verbund Leute wie diesen Psychiater oder Leute wie die Betreiber der Elternschule, also dieser Station, die ja zum Glück geschlossen wurde. Ja, warum ist das so? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, entschuldigt. Aber ja, es ist die Frage, warum ist das so? Also wir sind durcheinander, wir werden verwirrt, wir kriegen gegensätzliche Informationen. Wir bekommen Druck von der Außenwelt. Wir möchten das Beste für unser Kind. Manchmal möchten wir unseren eigenen Schmerz nicht sehen, der manchmal auch dafür verantwortlich ist, wie es dem Kind geht. Jetzt habe ich den Faden wiedergefunden. Also nicht auf die Weise sollten wir bei uns und bei der Gesellschaft mal nachgrasen, wo vielleicht Ursachen liegen könnten, sondern also nicht auf die Weise, dass wir uns etwa zu lieb unserem Kind gegenüber verhalten oder dass wir unserem Kind seinen Willen lassen oder dass wir unser Kind unterstützen. Das ist nicht falsch. Das ist genau der richtige Weg. Sondern einfach zu schauen, was macht es uns so schwer, unseren Weg zu gehen? Was macht es uns so schwer, mit einem schwierigen Kind umzugehen? Das sind einmal unsere eigenen beschränkenden Glaubenssätze und andererseits auch die rollenden Augen, die zuckenden Schultern, die Blicke, die uns ganz deutlich sagen, dein Kind tanzt dir auf der Nase rum. Und sich dagegen immer und immer wieder zur Wehr zu setzen, ist nicht leicht. Aber der leichte Weg ist nicht der Weg, der uns glückliche Kinder beschert. Ja, also wir haben nach meinem Empfinden in der Gesellschaft im Moment zwei Strömungen. Eine wird immer bindungsorientierter und öffnet sich gegenüber den Kindern und den Bedürfnissen der Kinder und sieht, wie wenig unsere Kinder in dieser Gesellschaft wirklich zählen. Ja, und damit meine ich nicht, dass es jetzt einen Mangel an Spielzeug gibt und verschiedenen Dingen, die Kinder und ihre Eltern konsumieren können, sondern unsere Kinder zählen wenig im Sinne von ihren eigenen Bedürfnissen. Wie sorgt die Gesellschaft dafür, dass kindliche Bedürfnisse wirklich nachhaltig erfüllt werden? Und wer sich ein bisschen mit kindlichen Bedürfnissen beschäftigt, also evolutionstheoretisch und auch entwicklungspsychologisch, der wird ganz schnell merken, dass die Dinge, die wir tun, unseren Kindern, wenn keine Vorteile, sogar manchmal auch Nachteile bringen und dass wir einfach wieder zurück zur Natürlichkeit gehen dürfen, natürlich in jeglicher Hinsicht, aber eben auch besonders mit der Kindererziehung. Und
Lasst euch nicht mehr einreden, dass ihr zu nah an eurem Kind seid, dass es sowas gibt wie eine Symbiose zwischen Kindern und Eltern, die krankhaft ist. Natürlich leben wir in unseren Familien eng zusammen und natürlich lieben wir unsere Kinder. Und wer euch einreden will, dass das etwas Falsches ist, da muss euer inneres System Alarm schlagen. Das geht nicht. Das dürft ihr euch nicht andichten lassen. Also für mich sind es die letzten verzweifelten Bemühungen, doch noch irgendwie den Daumen drauf zu halten und die neuen Entwicklungen zu deckeln. Aber das wird nicht mehr funktionieren, das merken wir. Unsere Kinder sind zum Glück jetzt aus einem Holze geschnitzt, dass das nicht mehr möglich macht. Also nicht mehr auf breiter Basis. Und es ist sehr schön, dass viele Eltern sich liebevoll ihren Kindern zuwenden und dass viele Eltern sagen, das ist doch totaler Schwachsinn, dass ich mein Kind schreien lassen soll in der Nacht. Und das ist doch totaler Schwachsinn, dass ich hier zu Hause eine Belohnungstafel aufbauen muss, damit mein Kind seine Gefühle unterdrückt, damit es einen Stern bekommt und dann vielleicht am Ende der Woche mal ein Eis. Das ist doch alles Schwachsinn, was uns da verkauft wird. Ja? Kinder sind kooperativ von Natur aus. Und wenn sie das aus irgendeinem Grund nicht mehr sind, dann haben wir es vielleicht auch überreizt. Wir müssen uns überlegen, wie sehr wir unsere Kinder an unser Leben anpassen, an unsere Gesellschaft anpassen. Und was für abstrusere Züge das Ganze im Laufe der Entwicklung annimmt. Und Kinder sind keine kleinen Lernmaschinen. Also sie sind eigentlich Lernmaschinen, aber keine kleinen Lernroboter, ja, die den ganzen Tag irgendwie früh gefördert werden möchten oder die den ganzen Tag bewertet werden möchten von Experten, von Ärzten, von... Ja, also Kinder möchten einfach sein und sie dabei so wenig wie möglich zu stören bei ihrem Sein und bei ihrer Entwicklung, die immer von innen heraus passiert und dann auch mit Freude und Motivation. Ja, dafür sind wir da, den Raum zu halten und nicht noch mehr Druck weiterzugeben. Natürlich sind wir jetzt in einer Phase, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, in der viele Leute verwirrt sind durch widersprüchliche Informationen. Und dann ist es umso wichtiger, dass ihr in euch schaut. Was ist los mit mir? Warum stört mich das, wenn Leute die Augen rollen? Oder warum möchte ich, dass mein Kind in dieser oder jener Beziehung dem Mainstream entspricht? Oder warum ist es so peinlich für mich, wenn mein Kind in der Schule nicht gut mitkommt? Oder also all diese Fragen stellt erstmal euch und dann findet ihr Antworten, die meist in eurer eigenen Kindheit begraben liegen, ja, oder in euren Erinnerungen. Und wenn ihr das gefunden habt, werdet ihr eine innere Stärke entwickeln, die auch mit euch spricht und sagt, nicht nochmal, nicht nochmal so. Und ja, es ist wirklich so wundervoll, was passieren kann, wenn wir zu unseren Kindern stehen und dann brauchen wir das alles nicht mehr. Wir brauchen keine Bücher lesen, warum unsere Kinder Tyrannen werden. Wir sollten lieber Bücher lesen, wie wir unsere Kinder so frei wie möglich erziehen können. So, dass unsere Kinder endlich als erste Generation es schaffen, sich zu befreien aus diesen ganzen Zwängen, aus diesen ganzen Vorgaben, aus diesen ganzen Richtlinien. Unsere Kinder sind nicht da, um uns zu gefallen. Sie sind auch nicht da, um irgendwelche Systeme zu speisen und irgendwelchen Systemen zu gefallen. Sie sind da, um sich selbst zu entdecken und zu verwirklichen. Und alles, was sie daran hindert, das dürfen wir über Bord werfen. Und wenn wir diese Stärke entwickelt haben, weil wir eben mal durch unseren eigenen Schmerz gegangen sind, weil wir eben unsere Themen angeschaut haben, weil wir entdecken, was die Gesellschaft von uns möchte, und das ist Anpassung und das ist Funktionstüchtigkeit, eigentlich wie eine Maschine. Und ja, wenn wir das verstanden haben, dann
ist das kein Thema mehr für uns. Und dann gehen wir solchen Leuten auch nicht auf den Leim und dann lassen wir uns von solchen Leuten auch nicht zurücklocken in die alte Energie, in dieses du musst aber. Zeig deinem Kind, wer der Chef im Haus ist. Es muss keinen Chef geben. Es gibt Beziehungen auf Augenhöhe. Und die ist vor allem mit Kindern besonders wichtig. Natürlich haben Kinder besondere Bedürfnisse. Natürlich wissen Kinder noch nicht um alle Gefahren. Dafür sind wir ja da, als Begleitung. Aber nicht unbedingt immer so, wie wir begleiten wollen, indem wir alles vorwegnehmen, indem wir alles tot erklären, indem wir alles vorgeben, sondern indem wir in Austausch gehen, indem wir sehen, dass das Kind von uns Dinge abschaut und das macht es sowieso. Und aber auch indem wir lernen, wieder Kind zu sein. Ja, ihr kennt ja alle den Spruch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und das ist so wichtig. Und alle Menschen, die die Kinder in so eine kleinere Opferrolle drängen wollen, in eine Bittstellerrolle, ja, und den Erwachsenen überhöhen als den, der alles weiß, das funktioniert nicht, weil es so einfach nicht der Wahrheit entspricht und nicht der Wahrhaftigkeit entspricht. Wir sind da, um gemeinsam zu lernen, um uns gegenseitig Bälle zuzuwerfen und zu schauen, okay, das triggert mich jetzt, liebes Kind. Jetzt gehe ich da mal rein und überlege, warum das so ist. Und dann kann ich es loslassen und dann triggert es mich das nächste Mal nicht mehr. Und das Kind kann natürlich auch an meiner authentischen Rückmeldung spüren, wann es meine Grenze überschreitet. Und was meine ich mit authentischer Rückmeldung? Das ist eine Rückmeldung, die ich ganz aus meinem authentischen Sein herausgeben kann, wenn mir wirklich was zu viel wird. Und nicht, weil ich denke, dass ich das sagen muss. Und nicht, weil ich irgendwelchen Plänen folge. Und nicht, weil ich irgendwelche Strukturen durchsetzen muss. Und nicht, weil ich der verlängerte Arm der Schule bin. Und nicht, weil die Erzieherin sich beschwert hat, ich aber damit überhaupt kein Problem habe. Ich muss nicht für andere Leute mein Kind erziehen. Ich muss es so begleiten, wie es für mein Kind richtig ist, wie es sich für mich richtig anfühlt. Und natürlich dürfen Kinder auch lernen, dass auch wir als Mamas und Papas Bedürfnisse haben. Und das ist aber ein Prozess. Und den kann ich als Mutter intuitiv steuern. Und als Papa natürlich auch. Indem ich spüre, kann das Kind jetzt schon mir ein Stück entgegenkommen? Ist es schon so weit? Ja? Oder nehme ich mich jetzt nochmal zurück und warte und gehe mit dem Prozess mit, behalte das im Auge für mich. Und so ist es ein immer wieder neu aushandeln der eigenen Grenzen und natürlich auch der Grenzen des Kindes. Solche Leute, über die ich gerade eigentlich, also was mein Aufhänger war heute, weil ich diese Dokumentation gesehen habe, die laden erstens alles auf dem Kind ab und die wahren auch keine Grenze des Kindes. Da wird das Kind absolut zum Spielball von irgendwelchen wilden Theorien und letztlich sind Kinder, wenn wir mal auch in Urvölker schauen, die sind von ihrem Wesen her glücklich. Und die sind von ihrem Wesen her ausgeglichen, wenn sie nicht vergiftet sind, wenn sie nicht misshandelt wurden, wenn sie nicht schlechte Erfahrungen, traumatische Erfahrungen gemacht haben, wenn sie nicht ja, gerade mitten in einer, sage ich mal, Entwicklungsphase stecken, die natürlich auch mal Wutausbrüche mit sich bringt. Aber diese dürfen wir begleiten, die dürfen wir koregulieren. Und lasst es euch nicht mehr einreden, dass ihr mit euren Kindern zu sanft seid, zu schwach seid, dass ihr Helikoptereltern seid oder was es noch alles für Wörter gibt. Geht da einfach nicht mehr drauf energetisch, springt da nicht mehr auf diesen Zug, macht euer Ding und umso selbstbewusster ihr das tut, umso weniger werdet ihr in Frage gestellt. Umso weniger wird angezweifelt, was ihr tut. Ja?
Und ein gutes Argument, wenn Leute irgendwas sagen, ist immer, das ist ein Prozess. Und das stimmt auch, es ist ein Prozess. Und Dinge in einem Prozess, die machen mal einen Rückschritt, die machen mal einen Fortschritt. Aber wenn ich meine Meinung über mein Kind schon festgeklopft habe, wenn mir das irgendein Experte gesagt hat, dann kann ich in diesem Prozess nicht mehr agieren. Dann werde ich starr und dann schaffe ich Fronten und dann schaffe ich Kampf zwischen Eltern und Kind. Und das ist das, warum so viele Eltern verzweifelt sind, weil sie Dinge an die Kinder herantragen, die gar nicht aus ihnen selber herauskommen. Und wenn sie aus sich selber heraus vermeintlich kommen, dann sind es auch alte Erfahrungen, schmerzliche Erfahrungen, die sie selber nicht anschauen wollen. Und in diesem Sinne, und das ist mein ganzes Trachten auf diesem Kanal, möchte ich euch einfach bestärken. Ich möchte euch Mut machen. Es gibt immer mehr Eltern, die das so tun. Und ihr seid die Starken. Versteht ihr das? Ihr seid nicht die Schwachen. Die Schwachen sind die, die sich unsicher fühlen und die dann aus dieser Unsicherheit heraus das machen, was Leute ihnen sagen, auch wenn sie es anders fühlen. Und das ist auch okay. Wir dürfen auch schwach sein. Aber ihr seid die Starken. Ihr seid die, die auf der Straße, wenn euer Kind sich auf den Boden wälzt und vor Wut schreit, die Ruhe bewahren, die dem Kind die Koregulation ermöglichen, die es braucht, die das Kind begleiten, die das Kind liebevoll auffangen. Ihr seid die Beispiele für die Eltern, die sich vielleicht dann denken, oh, vielleicht könnte ich es auch so machen. Auch wenn sie im ersten Moment vielleicht konsterniert sind oder irgendwie auf eine andere Weise merkwürdig reagieren. Es hat einen Einfluss, was ihr tut. Und wenn ihr den Mut habt, für euer Kind zu gehen und alles zu tun, was ihr für richtig haltet, damit es dem Kind und euch gut geht, in eurer Familie, dann ist das das beste Vorbild. Und dann ist das das Beste, was ihr für diese Welt machen könnt. Denn das Alte ist verlockend, weil es die einfache Lösung ist. Die Quick-Fix-Lösung. Ja? Und die sieht für viele Leute heute so aus, dass sie ihren Kindern Tabletten geben. Weil es irgendein Experte sagt. Es ist verlockend, die alten Strukturen wieder herzubeten, in denen wir unsere Ruhe hatten, in denen wir nicht unser eigenes Drama erstmal auflösen durften. Ja, das ist schon eine Verlockung. Und natürlich frevelhaft, wenn Menschen, die da eben Verantwortung übertragen bekommen durch die Eltern, das so ausnutzen. Und schaurig, schaurig, aber wie gesagt, wir fragen uns, warum sind solche Leute immer noch erfolgreich? Weil wir uns noch nicht trauen, ganz in unsere Kraft zu gehen, weil wir uns noch nicht hinstellen und sagen, so ist das und so wird mit meinem Kind umgegangen oder so wird mit meinem Kind nicht umgegangen. Und nein, ich lasse mein Kind nirgends allein und bei ihnen fange ich auch nicht damit an. Ja, einfach hinstellen, das ausstrahlen, was ihr sagen möchtet. Egal wer das ist, handelt für euer Kind und dann werdet ihr auch ganz stolz auf euch sein und auch euer Kind wird stolz auf euch sein. Und die Kinder lernen nicht, indem sie immer belehrt werden, indem sie klein gemacht werden, indem der Willen gebrochen wird, indem das Vertrauen missbraucht wird. Die Kinder lernen, indem sie euch zuschauen, wie ihr mit diesen Konfliktsituationen umgeht, wie ihr das handelt. Und die Kinder lernen viel intensiver durch das Beobachten, als durch alles, was ihr ihnen erklären möchtet. Ich sage immer, ne, wenn es dann so didaktisch wird, wenn man dann anfängt, ne, und das Kind hat eine Frage gestellt und man holt 1000 Bücher aus dem Regal und bum, 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 und das musst du alles wissen und jetzt können wir noch das Video gucken und ne, lass die Kinder kommen, lass die Kinder fragen und dann kommt alles in einen Flow. Und geht auch ehrlich mit euch in eurer Familienhistorie um. Schaut, was ist passiert. Schaut, warum läuft vielleicht gerade das eine oder andere wirklich für euch aus dem Ruder. Und es gibt auch ganz viele alternative Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen.
Es gibt Mütterteams, es gibt die beste Freundin, es gibt ältere Menschen, die schon Erfahrungen haben. Und meine Erfahrung ist sogar, dass teilweise die ältere Generation milder umgeht mit den Kindern als jetzt diese neue, heranwachsende, härtere Generation. Einfach weil diese Generation auch noch erlebt hat, zu Hause aufzuwachsen und einfach dieses Kindsein noch spürt. Denn was zum Teil in dieser Gesellschaft passiert ist, Kinder werden so kleine Maschinen und Kinder werden so Projektionsfläche für unsere Wünsche und für unsere Bedürfnisse und natürlich auch für wirtschaftliche Bedürfnisse. Und einfach dieses Gefühl dafür, was heißt Kindsein, das ist manchmal auch in den älteren Generationen mehr vorhanden. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Man merkt immer, die Menschen sind am härtesten, die es selber am härtesten getroffen hat, als sie Kind waren, weil sie dann einfach nicht daran gehen wollen. Und spürt einfach rein mit eurem Herzen, wer ist euch wirklich wohlgesonnen, wer meint es wirklich gut mit euch, was ist ein gut gemeinter Ratschlag. Und selbst der muss nicht richtig für euch sein. Aber das ist zumindest schon mal die Voraussetzung, dass es schwingt zwischen Therapeut und Eltern. Weil wenn es zwischen euch beiden nicht schwingt, dann schwingt es nie zwischen Therapeut und Kind. Das ist einfach so. Bindungstheorie. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Kraft, alles Liebe auf eurem Weg, bleibt stark, zeigt eure Stärke nach außen. Und ja, in diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Es ist wieder ein langes Video geworden und einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, teilt das Video mit Freunden, die vielleicht noch unsicher sind und bestärkt sie in ihrem Tun, in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Körpergefühl, ihren Kindern gegenüber. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, ihr Lieben, eure Julia, ciao.